Zuckerwatte, Plätzchenduft, lachende Leute, die Autoscooter fahren oder meterhoch Trampolin springen, wohltuende Musik und Bratwurststände. Das alles gehört für mich dazu. Wozu, fragen Sie? Sicher erwarten wir dies auch bei einem Advents- und Weihnachtsmarkt, aber ich denke gerade an eine Kirmes. Auf einem klassischen, schön gezeichneten und kolorierten Bild von Kirchweih lassen sich immer kleine, schön geschmückte Buden entdecken. Ins Gespräch vertiefte Erwachsene, manchmal tief eingemummelt, spielende Kinder. Nun haben wir an diesem Sonntag, dem zweiten Advent, in der Nazarethkirche Kirchweih gefeiert. Allerdings ohne all diese schönen Dinge, ohne kleine Buden als Adventsmarkt, ohne Glühwein und Bratwurst, ohne Spielangebote für Kinder und Erwachsene, ohne Gesprächsrunden mit ehemaligen Mitarbeitenden. Aber wir haben Gottesdienst miteinander gefeiert. Wir haben Gottesdienst gefeiert in der Hütte Gottes bei den Menschen, wie es in einem Text des Sehers Johannes so wunderbar heißt. Damit ist eher ein Zelt denn ein Dom gemeint, eher ein Sonnensegel denn eine Kathedrale. Ein einfacher Raum zur Begegnung mit Gott. Bei aller Wertschätzung für unsere Gotteshäuser, für alle künstlerische Finesse und geniale Baukunst, Gott braucht dies alles nicht, um uns zu begegnen und in unserem Leben eine gute Wirkung entfalten zu können. Ein Kirchweihfest wie das diesjährige, welches uns auf das Notwendige und Elementare beschränkt, kann uns deshalb zu einem guten Wegweiser oder gar Wegbereiter werden, indem es uns auf das konzentriert, manche sagen lieber fokussiert, was zentral für unser Christsein und unsere christliche Gemeinschaft ist. Und das sind bei allem Schönen und Netten nicht die ganzen Extras. Es ist für mich die Weitergabe der guten Nachricht Gottes an alle, denen wir begegnen. Die Nachricht von seiner bedingungslosen Liebe für alle. Die Nachricht von seiner unerschütterlichen Hoffnung für die ganze Welt. Manifestiert hat sich diese Nachricht in der heiligen Nacht. Erst im Rufen und Singen der Engel, dann mit Augen zu sehen und mit Händen zu greifen in Jesus, dem neugeborenen Christkind. Davon gilt es zu erzählen, gerade im Advent und zur Weihnachtszeit. Natürlich geschieht dies ganz unterschiedlich und es ist ganz sicher abhängig von den eigenen Lebenssituationen, von den Menschen, denen wir begegnen, auch. Davon, wie wir gerade aufgelegt sind. Und auch von der Art und Weise unserer Charaktere. Doch schweigen sollen, nein, schweigen dürfen wir nicht. Auch wenn es manchmal schwer fällt. Und wenn dann die Botschaft weitergereicht wird, wozu ich sie hier von Herzen ermuntern will, dann darf auch wieder mehr dazukommen. Wohltuendes Beiwerk, schön geschmückte Bäume, Buden mit Leckereien, musikalische Werke als Hörgenuss, duftende Räucherkerzen, lichtverbreitende Adventskerzen und wunderschöne Kirchenräume und warme Wohnzimmer, in denen wir uns wohlfühlen, weil wir wissen, Gott ist bei uns angekommen. Darauf lasst uns nun hinleben und es dann feiern. Ihr Christoph Arnold, Pfarrer in Gruna-Seidnitz und auch Dresden-Ost.